Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, heute ist Sonntag, machen wir mal einen Easy-Tag heute, auch für mich. Ich habe mir mal wieder etwas bei Amazon bestellt. Ja, muss ich fortlaufend, weil es ist so, dass ich ständig neue Sachen brauche in dem Sinne, um die Pflanze zu pflegen, um sie wachsen zu lassen und hast du nicht gesehen. Das Allerwichtigste, die meisten werden es vielleicht wissen, mal gucken, wo ich das hier aufmache. Für unsere Selbstbewässerung, damit wir das Leben etwas einfacher haben mit unseren Pflanzen, sind Dochte. Ganz, ganz wichtig. Also die brauche ich tatsächlich auch in Reserve. Ach guck, da sind wieder so kleine mit bei. Das ist natürlich auch schön, ne? Die packen sie jedes Mal mit bei. Im Gucken, jetzt habe ich 100 Feet bestellt. Pass mal auf. Eigentlich ist bei jeder Packung so ein kleiner Docht mit bei. Also sie sind etwas dünner. Jetzt habe ich 100 bestellt, 100 Feet, und jetzt bekomme ich eins dabei. Das heißt, ein Klartext, ja gut, sind natürlich auch günstiger, wenn du einen Doppelpack kaufst. Ansonsten kriegst du, wie gesagt, dementsprechend einen mit dabei. Die Dinger, die machen Spaß. Ich sag's dir. Wofür erzähle ich jetzt nicht? Das kommt dir auf dumme Ideen, ne? Weiß Bescheid, so ist das nämlich im Leben. Von daher erzähle ich euch das erst gar nicht. So, dann haben wir unsere Lampenaufhängung mit Schalter. Brauche ich jetzt nicht zwingend unbedingt, aber manchmal ist es auch so, dass man die eine Lampe an die andere Lampe aushaben möchte. Und dann ist schon besser, wenn man tatsächlich auch einen Schalter mit dabei hat. Das ist im Prinzip genau, nicht im Prinzip, sondern das ist genau das gleiche Kabel, was wir hier bei dieser Lampe dran haben. Ne, da kann man das Ganze nämlich an- und ausschalten, separat noch zusätzlich. Ansonsten habe ich das Ganze jetzt hier über so ein, ne, weiß Bescheid, kannst du an- und wieder ausmachen. Ist natürlich einfacher, vor allem wenn du morgens noch ein bisschen müde bist und hast keinen Bock, hier von einer Steckdose zur anderen zu latschen oder von einem Schalter zum anderen zu latschen und das einzuschalten. Von daher, ne, schön an. Ich habe da immer hier auf der Theke, wollte gerade sagen, auf dem Tresen. Nein, auf unserem Sideboard liegen. Das heißt, wenn ich reinkomme, erst mache ich den Lichtschalter an, dann geht das Licht hier oben an. Das ist die 6500K und dann dementsprechend mit der Fernbedienung dann die Pflanzenbeleuchtung. Pflanzenbeleuchtung. Ich habe jetzt eine zweite, gut, ich hatte es ja schon angesprochen, glaube ich, ne? Und zwar kommt diese parallel zu der, die jetzt hier oben hängt, in diese Richtung hinten an die Wand, also nicht an die Wand, in den Raum, ganz klarer Fall, damit wir ausreichend Fläche ausgeleuchtet haben. Dann habe ich nämlich im Prinzip jetzt ein Drittel des Raumes hier komplett mit dieser Beleuchtung ausgeleuchtet, mit zwei dementsprechenden Pflanzenlichtern. Das ist hier, ich lese lieber nochmal ab, bevor ich was Falsches erzähle. Manchmal ist das ja so, ne? 36 Watt haben diese. Die sind also schon ein bisschen kräftiger, von daher. So, dann brauche ich ganz dringend, ganz, ganz wichtig, unseren Dünger, unseren Compo Complete, denn ich habe nur noch eine ganz kleine Pfütze. Und auch hier ist es sinnvoll, natürlich, wenn man so viele Pflanzen hat, wenn man da etwas im Vorrat hat, nicht, dass dann plötzlich alle ist, dann, ne, vergiss es und hast es nicht gesehen. Von daher, so, zum Düngemittel hat man noch gesagt, ich verwende nicht mehr nur noch den Compo Complete hier, sondern tatsächlich auch den Vuxal Universal wieder. Und das mache ich im Wechsel, ne? Eine Woche mache ich hier mit, eine Woche mit dem Vuxal Universal. Und dementsprechend ist das jetzt wieder, ich sag's mal so, ein bisschen Abwechslung für die Pflanzen. Wir haben es nur mit dem Compo Complete gemacht, eine ganz lange Zeit, um zu gucken, wie die Pflanzen darauf reagieren. Und es hat sich nach ganz langer Zeit, Schere wegpacken, niemals in der Hand behalten und damit rumfummeln. Hat sich herausgestellt, dass tatsächlich Mangelerscheinungen aufgetreten sind bei Pflanzen, die mehr Eisen benötigen. Ja, ist so gegeben und dann sind wir halt zu diesem Eisendünger noch gekommen, um das dann ja, in Waage wieder zu bringen. Und von daher, aber auch da bei dem Vuxal Universal, wenn man den nur kontinuierlich benutzt, ist genau dasselbe. Von daher haben wir jetzt zusätzlich das Eisen. Muss man nicht ständig anwenden, aber so ab und zu sollte man das machen, damit die Pflanzen ein kräftiges Grün bekommen. Und das siehst du wirklich augenscheinlich an den Pflanzen, wenn sie kräftig grün sind. Ist so gegeben. Weißt Bescheid? So, dann haben wir das schon mal fertig hier für heute. Wie gesagt, machen wir jetzt mal ganz gemütlichen. Und ich überlege mal, was wir dann heute uns ansehen oder was ich euch erzähle. Eigentlich könnte ich mich auch mal hier hinsetzen und eine Geschichte erzählen. Das wäre auch mal interessant, ne? Audible. Okay, also, it is so it is. Anbringen werde ich die Lampe heute nicht. Wie gesagt, ich mache mal gemütlich, ne? Okay, dann geht's gleich weiter. Ich gehe erstmal einen Kaffee trinken. Baden war ich auch schon. Haare sind noch ein bisschen nass. Überlegen, ob ich sie gleich föhne. Aber wenn ich sie nicht föhne, dann kriege ich immer schöne Locken. Ja, so sind die Männer. Glaubst du wohl? Ich bin mal wieder am Umstellen. Aus praktischen Dingen. Aus praktischer Sicht oder wie auch immer. Schau dir das mal an. Ne?
weiß Bescheid. So ist das mit der Banane. Nee, jetzt kommen wir zu der Monstera. Pass mal auf. Wir haben das Ganze ja vorbereitet zur Vermehrung. Ich möchte aber mal eine ganz andere Technik anwenden. Das hatten wir vor kurzem schon gestartet. Und ich erzähle euch gleich auch, warum ich das so mache. Wir haben nämlich, nicht gleich jetzt, wir sehen hier sehr große Blätter. Ne? Die Pflanzen sind damals gekauft als kleine, ganz kleine Pflänzchen. Die waren so hoch ungefähr. Ne? Die hatten dann so ganz kleine Blätter gehabt hier. Und es dauert sehr lange, bis dann die großen Blätter in Erscheinung treten. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Gerade auf Instagram sieht man das mal sehr oft, dass Monsteras dargestellt gezeigt werden, die riesengroße Blätter haben und das von unten her. Ne? Weißt du Bescheid, was ich meine jetzt? Das heißt, wenn wir die Stelle hier abnehmen von der Pflanze, dann bekommen wir von vornherein eine Pflanze mit großen Blättern. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ne? Okay, so, das heißt, wir werden heute weiter starten. Wie genau, weiß ich noch nicht, denn hier gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ach, ich sag's dir. Ich mache mir jetzt mal in Ruhe Gedanken, weil das ist nämlich eine sehr interessante Sache, die Pflanze dann so vorzubereiten, dass sie später, wenn sie eingepflanzt wird, direkt wachsen kann, ohne dass sie erstmal einwurzeln muss und hast du nicht gesehen. Von daher starten wir das Projekt hier, oder haben wir ja schon gestartet gemeinsam. Und ich würde sagen, da machen wir heute einfach mal in Ruhe mit weiter mit der Monstera. Oh, die sind so schöne. Jo, sind sie. Viele Möglichkeiten, da muss man einfach mal ein bisschen kreativ werden. So, ich habe jetzt glücklicherweise das so hinbekommen. Das ist ein Übertopf, das ist ein Übertopf, aber der eine ist auf den anderen einfach draufgestellt. Ne? Dann habe ich hier einen durchsichtigen Topf gewählt, damit wir das Wurzelwachstum beobachten können, wie das dann ausschaut. Sonst kannst du auch einen dunklen Topf nehmen. Ne? So, hier haben wir jetzt dann dementsprechend ein Loch, weißt Bescheid. Da kommt das Ding rein. Das heißt, wir werden hier noch eine Selbstbewässerung reinbasteln gleich. Und dann, wie gesagt, hier einfach, nicht gesagt, habe ich noch gar nicht gezeigt, habe ich hier eine Kerbe reingeschnitten, habe die umgeklappt, einfach nur nicht abgeschnitten, damit wir hier einen glatten Rand haben und keine, ne, dass das nicht so einschneidet, in dem Sinne, wenn das mal straff steht oder so. Und dann kommt das jetzt einfach hier drunter gestellt. Dann legen wir das Schätzchen da rein und dann werden wir das Ganze hier gleich so einpflanzen. Da sitzt er. Also, wir fangen jetzt sofort an. Also, wir haben hier unseren Vorratsbehälter für Wasser. Hier haben wir einen Topf, wo die Pflanze drin wachsen soll, beziehungsweise die Wurzeln. Der passt hier genialst rein. Beim Schneiden müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es kann passieren, dass es mal Knack macht. Das ist nämlich so, ja, hart Plastik. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Nicht, dass ihr euch da Überraschungen erlebt. So, das heißt, wir brauchen jetzt Docht. Ich habe den schon mal abgeschnitten hier, weil das ein bisschen ausgefranst war. Das wird dann erhitzt, vorsichtig, also nicht direkt in die Flamme halten, dass es anfängt zu brennen. Das ist Kunststoff, auch wenn in der Beschreibung bei dem Produkt steht Baumwolle. Es ist Kunststoff, ne? Ganz vorsichtig. Das wird mega heiß, auch in ein paar Sekunden später noch. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Das ist also, da könnt ihr euch ganz schnell dran verbrennen. Das tut aua, aua weh. So, also, mal gucken, wie ich das jetzt mache hier. Ich würde sagen, ich stecke ihn erstmal hier rein. So, ziehe ich ihn mal hoch, dass ich ungefähr die Höhe habe. Er kann auch oben ein bisschen rausgucken erstmal. Siehst du wohl, dann gucke ich mal, wie tief er jetzt in den Topf hier hineinkommt. Kann ruhig ein bisschen länger sein, das ist wurscht, ne? Nur nicht zu kurz. Damit auch wirklich bis unten hin tatsächlich das Wasser weggesogen wird. So, das ist okay. Also schneide ich den jetzt hier ab. Dazu nehme ich die Schere. Und knicke das Ganze und dann schneide ich es durch. Dann schneidet er nämlich relativ glatt durch. Ne? So, und dann erhitzen wir auch hier jetzt wieder die Fusselstelle, ne? Sonst franzt das hinterher auf. Und das ist in der Beschreibung auch so gegeben, das wird sicherlich auch so funktionieren, davon abgesehen. Aber da ist man doch auf der sicheren Seite, wenn das verschweißt ist. Ne? Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja gut, dann haben wir das soweit schon vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt gleich anfangen. Da wir jetzt viele Löcher drin haben, brauchen wir erstmal ein grobes Substrat unten, damit uns das feine Substrat, denn wir werden sie tatsächlich direkt ins mineralische Substrat von Vulcatec hineinpflanzen. Ne? Wir können das auch so rum reinsetzen, denn doch, das ist, je nachdem wie es passt, ist eigentlich vollkommen Schnuppe. So, okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder zu der Monstera
und werden sie dort jetzt gleich einpflanzen. Ach so, warte mal, Chili, dich kann ich mal eben drehen hier. Die drehe ich jeden Tag, damit sie halt von allen Seiten dementsprechend mal so das Licht bekommt und mal so, weil hier hinten ist es etwas dunkler, das ist etwas heller, das ist das kräftigere Licht. Deswegen drehe ich die jeden Tag mal ein bisschen. Guck, bei der Gelegenheit kann ich dann auch mal wieder die Blüten bestäuben. Und das ist so schön. Die bleibt jetzt hier drin, übrigens in dem Raum. Ja, wir hatten sie ja sonst im Arbeitsraum immer gehabt. Und jetzt lassen wir sie hier mal wachsen, um zu gucken, wie sie sich hier so entwickelt. Und sie hat also wirklich ein schönes Grün, ne? Das ist so herrlich. Nach wie vor bei 500 Mikrosiemens kontinuierlich gedüngt. Noch mal kurz erwähnt bei den Chilis in der Anzucht vom Sämling, bis sie anfängt, ja, die Früchte auszubilden, ne? Bei 1000 und danach bei 500. Weil die Pflanze wächst dann nicht mehr, bildet nur Früchte und Blüten und dann sollte man nicht mehr so viel düngen, weil sonst kommt zu einer Überkonzentration. Die Pflanze zeigt uns das auch. Sie hat dann so komische weiße Punkte auf den Blättern. Das sind Mineralstoffe, die die Pflanze einfach ausstülpt, weil sie damit nichts anfangen kann. Also dann weißt du eigentlich schon, dass überdüngt ist. Aber ganz wichtig bei den Chilis, sie mögen mehr Eisen als andere Pflanzen. Gut, dass wir das rausgefunden haben. Seitdem klappt das mit den Chilis noch wesentlich besser. Aber auch hier, die halbe Dosis ist enough. Okay, so, dann jetzt einmal wieder hochkommen und dann geht's los. Okay. Ich habe jetzt soweit alles vorbereitet, damit wir gleich einen schönen Ablauf haben. Hier haben wir unseren Aufbau, ne, dementsprechend hier mit der Selbstbewässerung. Beim Docht müssen wir gleich aufpassen, wenn wir das Substrat reinfüllen, dass wir den gegebenenfalls noch mal ein bisschen höher ziehen, wenn es sein muss, dass er nicht ganz in den Topf reinfällt. Kann nämlich passieren, deswegen liegt er jetzt hier so mehr oder weniger auf dem Boden, dann kann er nämlich nicht passieren. Dann haben wir Wasser. Wir verwenden reines Wasser, Osmosewasser. Kannst auch destilliertes Wasser nehmen oder wirklich gereinigtes, steriles Regenwasser. Aus einem ganz einfachen Grund. Warum? Jetzt könnte man ja denken, die Pflanze sollte vielleicht direkt versorgt werden mit Nährstoffen, damit sie dementsprechend wächst, braucht sie aber nicht, denn sie ist ja noch direkt bewurzelt. Das heißt, sie versorgt sich mit Nährstoffen über unseren Topf hier. Und hier in dem Bereich wollen wir keine Nährstoffe haben, damit sich ganz schnell viele Wurzeln hier in den Topf bilden. Denn wenn wir hier Nährstoffe schon mit reinpacken, dann wachsen die Wurzeln langsamer. Okay, dass wir das so verständlich mal kurz mitnehmen. Substrat kannst du Vulkatec-Kakteen Premium verwenden ohne Seramis. Ich habe es jetzt hier fertig gemischt mit ein Drittel Seramis. Ansonsten brauchst du das jetzt hier erstmal nicht machen. Denn wie gesagt, hier brauchen wir keine Nährstoffe drin. Das heißt, Seramis ist mehr oder weniger gedacht als auch als Speicher für Nährstoffe dementsprechend. Aber das brauchen wir hier eigentlich nicht. Und von daher kannst du also das reine Vulkatec-Kakteen Premium Substrat oder Vulkatec Flora dementsprechend verwenden. Okay, dann starten wir jetzt mal. Ach so, Moos habe ich für alle Fälle schon mal hier auch noch hingebracht, falls ich es noch brauche. Ich weiß es nicht, aber ich habe es vorsorglich schon mal hier mit hingestellt. Ich habe mich dann jetzt mal hier hinten hin verkrochen. So, ich werde jetzt schon mal hier ein bisschen von dem Tongranulat einfüllen. Eine dünne Schicht, da brauche ich jetzt nicht viel, so dass eben die Löcher alle bedeckt sind. Damit uns das Substrat unten nicht rausrieseln. Ne? So, das ist vollkommen ausreichend, das ist nicht viel, wie du siehst, ne? Das ist okay. So, dann stellen wir, kannst du jetzt mal dorthin, wo es zum Wachsen die Pflanze anregen soll. So, siehst du wohl. Ne? Das hält so ganz gut, weil hier oben ist er noch festgebunden, kannst du jetzt nicht sehen. Ne? Hier unten war er ja auch festgebunden, das konnte ich jetzt abnehmen, damit ich ihn halt ein bisschen tiefer bekomme. Brauche ich auch nicht festbinden, weil das steht hier so ganz gut fest. Ansonsten müsste man es gegebenenfalls nochmal anbinden, aber das ist hier ganz okay. Jetzt kommt das Substrat rein. So, dazu werden wir den, warte mal, mit dem Docht passt das jetzt. Moment. Siehst du wohl, hier ist nämlich ein Docht jetzt verschwunden. Moment. Ach, ich sag's dir, siehst du wohl, ne? Da muss man dann schon ein bisschen drauf achten, dass der nicht abhaut hier. Muss ich mal gucken, wo der ist. Das ist er nicht. Ich sag's dir, du. Das ist der, das ist der. So, siehst du wohl, zieh ich die einfach mal ein bisschen länger. Dann kann ich die hier gleich wieder runterbringen. Ah, siehst du, ne? Da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass der Docht nicht abhaut. Und das hat das Ganze nämlich keinen Sinn. So, wir wollen gucken, dass das Wasser also wirklich bis oben hingesogen wird. Ne? Und nicht nur dementsprechend muss ich hier ein bisschen weiter runterziehen wieder. So. Du kannst auch gegebenenfalls Knoten reinmachen. Ist jetzt tief genug? Ja, ein kleines Stück noch. Gegebenenfalls auch Knoten reinmachen. Ich habe jetzt keine Knoten reingemacht, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben das ja schon einige Male erlebt. Wir können nämlich dann später mal, wenn es sein sollte, muss, wie auch immer, den dort unten rausziehen. Ne? Wenn Knoten drin hast, dann gehst du nicht raus. Ne? Wenn das mal irgendwie gebraucht werden sollte auf der Art und Weise. So, okay, dann befüllen wir das Ganze jetzt mit dem Substrat. Ich denke mal, das ist eine richtig coole Sache.
Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Methoden. Jetzt hätte ich vielleicht mir noch einen großen Stein nehmen sollen, um die Pflanze gegebenenfalls zu beschweren. So, das reicht aus. Lass mal auf. Nicht, dass das hier hinten überläuft, ne? Weiß Bescheid. So, dann legen wir doch die rein. Ich lasse das mal eben los. Könnte so fast schon funktionieren, allerdings nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Lass mal auf. Das muss noch ein bisschen tiefer kommen. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich müsste hier eigentlich noch irgendwas drunter stellen. So, genau. Genau, hier kommt noch ein bisschen was drunter. Dann passt das gleich auch. Habe ich jetzt hier irgendwas rumliegen? Nö. Das war ja klar, das ist ja gut vorbereitet. Ne? Und das alleine macht es natürlich schöner. Ne? Keiner mal zugucken, wenn was schief läuft. Ja gut, schief gelaufen ist es nicht. Ich zeige euch gleich, was ich hier gemacht habe. Ich habe nämlich einfach einen Tonuntersetzer drunter gelegt. Und dann kann das jetzt, ist das jetzt auf passender Höhe. Das ist jetzt so okay. So, jetzt müssen wir das noch weiter befüllen. Jetzt haben wir hier hinten ein Loch drin. Das heißt, es würde jetzt rausrieseln da hinten. Das heißt, ich nehme mal ein bisschen Sphagnummoos. Pass mal auf, ich bringe das mal eben aus. Das ist nämlich Pitchy Pachy Nas. Und dann nehme ich das einfach und mir das mal hier hinten, ja so viel nicht, warte mal, hier hinten hinterpacken, dass uns hier das Substrat nicht rausrieselt. Ne? Man könnte jetzt auch komplett das Ganze hier mit Sphagnummoos befüllen. Nur hast du dann später, musst du das Sphagnummoos wieder rausziehen, rausreißen in dem Sinne. Obwohl das ja auch nicht das Problem ist. Ne? Aber ich mache es diesmal einfach so, weil ich möchte was Neues ausprobieren. So, dann befüllen wir das Ganze hier. Und dann kann das Schätzchen hier einwachsen. Jetzt kommt hier auch schon eine neue Wurzel raus. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann kann das direkt ins Substrat auch mit reinwachsen. Zu der Vorgehensweise, den Anfang der ganzen Sache, wer das jetzt nicht verfolgt hat, wir haben das Ganze vor, ich weiß es nicht genau. Ich denke mal, so circa 2 Wochen ist es her, da haben wir das Ganze vorbereitet. Das heißt, wir haben die Blätter, das kannst du jetzt nicht sehen, die Blätter, die hier dran waren, abgeschnitten. Dort, wo die Wurzeln wir auch zurückgeschnitten haben. Da ist ja gegenüberliegend im Prinzip dann das Blatt. Ne? Hier ist die Wurzel und hier entspringt das Blatt. Ne? Und dann haben wir die Blätter abgeschnitten. Das waren zweierlei. Dann sind die Schnittstellen jetzt auch schön abgetrocknet. Genauso die Schnittstellen von der Luftwurzel. Und dann kann sich jetzt hier dementsprechend, können die Wurzeln ins Substrat direkt reinwachsen. Und wir können das Ganze auch beobachten. Jetzt da das Töpfchen ja. Ach, ich sage es dir, du bist aber hier hinten in der Ecke, du alter Schwede, ey. So, wir befüllen das Ganze jetzt mit Wasser, spülen das auch ein bisschen durch mit ruhig. Gegebenenfalls werde ich es die Tage auch nochmal wechseln, das Wasser. Ich messe dann einfach mal nach, gucken, ob es so drin ist. So, wir hören es jetzt schon. Vielleicht auch nicht. Es läuft jetzt schon unten durch. Ne? So, okay, dann werde ich das soweit befüllen nachher, dass es voll ist. Und dann haben wir lange Zeit Ruhe. Aber das lasse ich jetzt erstmal, Moment, oder kann man das jetzt so nochmal? Warte mal, ja, dann mache ich eine andere Einstellung, Moment. Kannst du auch mal sehen, wie ich hier hinten gehockt habe. Pass mal auf. Ich werde das Wasser doch wechseln. Ich mache es ja grundsätzlich so. Ne? Ich kann nicht einerseits jedes Mal erzählen, ich mache es und dann hier mache ich es dann jetzt nicht. Also machen das jetzt hier auch. Pass mal auf. Ich habe hier einfach einen Untersetzer. Kann man das sehen? So. Ein Untersetzer verkehrt rum drauf. Passte genial. Ne, nicht passte. Lol. Passt. Also, dann werden wir das Wasser einfach mal nochmal rausgießen hier. Und dann frisches Wasser verwenden. Besser ist das. Ne? Wir sollen es nicht hinstellen, sonst ziehen wir nämlich oben raus. Weißt du Bescheid? So ist das. So, stellen wir den wieder drunter und dann passt das wunderbar. Und dann kann man das Ganze jetzt nochmal befüllen. Ja, also ist eine coole Sache. Das heißt also, die Pflanze, die wir jetzt vermehren wollen, abnehmen wollen später, wird von der Mutterpflanze, kann man jetzt mal so sagen, ne, ist es ja eigentlich noch nicht in dem Sinne, versorgt. Ne, mit Nährstoffen und Wasser. Und hier in dem Bereich können sich jetzt Wurzeln bilden, werden sich auch Wurzeln bilden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann später, wenn ausreichend Wurzeln gegeben sind, können wir die Pflanze abtrennen, das Ganze lösen und direkt wieder ins mineralische Substrat hineinpflanzen. Denn das ist sowieso das Coolste bei dem mineralischen Substrat, da entstehen in der Regel gar keine Probleme. Auch wenn du das aus dem Substrat rausholst, solange du keine Wurzelverletzung machst, ist es überhaupt kein Problem, auch im Wachstum der Pflanze das Ganze tatsächlich zu machen. Umzutopfen und hast du nicht gesehen. So, ich guck mal eben rein. Ja, ist okay. Läuft. Coole Sache, muss ich sagen. So, war jetzt ein bisschen viel Hampelei für mich bis hierhin. Aber wir haben jetzt, sind jetzt einen Schritt weiter gekommen und können das Ganze weiter beobachten. Ja, so. Ah, der ist schon cool mit der Monstera. Ne? Müsste ich eigentlich mal einen zusammenhängenden Film machen, wie sie damals gekauft hat. Nein, nicht wie ich sie gekauft habe, wie ich sie hatte. Wie wir das Ganze vorbereitet haben von der Erde ins mineralische Substrat. Weil das ist schon interessant zu beobachten, wie die Pflanze sich bis dato jetzt hier im mineralischen Substrat entwickelt hat. So, danke Vulcatec, dass ihr das uns ermöglicht in dem Sinne. Ist tatsächlich so, ne? So, weiß Bescheid, dann krabbel ich hier mal wieder raus und, boah, alter Falter.
Die Monstera ist so wunderbar. So sieht das Ganze jetzt aus, ne? Also auf passende Höhe bringen das Ganze, dann einfach einen Topf. Was du da unten hinbaust, eigentlich wurscht. Ist so. Aber hier dann halt mit dem Vorratsbehälter für Wasser und dementsprechend den Topf dann, wo die Pflanze jetzt hineingepflanzt wurde, kannst du eigentlich schon fast sagen. Ja, noch ist es keine eigenständige Pflanze, wird es aber auf jeden Fall werden. Also das ist schon eine coole Sache. Vor allem, wie gesagt, wir können jetzt auch beobachten, wann die Wurzeln hier drin wachsen und wie sie wachsen. Dann können wir auch beurteilen, dann, wann und wie wir das Ganze dementsprechend abnehmen können. Jo, das ist eine richtig coole Geschichte. Also doch Geschichte heute. Geschichten aus dem Dschungel. Ja, es macht wirklich nicht nur Freude, sondern es ist schön zu sehen, die Vorgehensweise der gesamten Geschichte in dem Sinne. Von dieser Monstera, wie wir sie damals, wie gesagt, gekauft haben, nicht gekauft, sondern zu Hause hatten, eingepflanzt haben, umgepflanzt haben. Dann nochmals, nee, nochmal haben wir sie nicht umgepflanzt, doch, ich glaube, wir hatten sie nochmal umgepflanzt, ne? Oder? Nee, haben wir noch nicht, noch nicht. Das wollte ich eigentlich noch gemacht haben. Jetzt warten wir aber erstmal darauf, wie diese Geschichte sich weiterentwickelt. Aber es ist schon wichtig, wenn man eine große Pflanze haben möchte, in einem relativ kleinen Topf, dass man also den Kopf nimmt zum Bewurzeln, ob nur als Steckling im Wasser bewurzelt oder eine Abmoosung gemacht oder im Moos bewurzelt als Steckling. Da gibt es also ganz viele Wege, aber diesen Weg habe ich jetzt ganz einfach mal gewählt, weil ich den so noch nicht gesehen habe und ich mir sehr viel davon verspreche. Unbedingt dadurch, dass wir jetzt einen Kopf haben, der große Blätter hat, wird er dementsprechend auch so weiter wachsen und wir haben dann von Anfang an ganz große Blätter im Prinzip als Pflanze dann mit als Pflanze dann gegeben in dem Sinne, so bla bla bla. Das habe ich auch manchmal Quark mit Soße. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Es ist so auf jeden Fall einfacher, als wenn du Teilstecklinge machst oder Teilstücke bewurzelt, weil da wächst erst eine kleine Pflanze heraus und bis die dann große Blätter entwickelt, das dauert ewig lange und so auf dieser Verfahrensweise von Anfang an gleich eine richtig schicke, große Pflanze mit großen Blättern. Und darauf kam es mir jetzt eigentlich erstmal an und dann halt zu gucken, wie können wir es machen. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele, viele Möglichkeit, das ist jetzt eine, die ich euch gezeigt habe. Mehr kann ich euch jetzt nicht zeigen von dieser Pflanze. Sie muss ja erstmal dementsprechend einwurzeln. Aber ich denke mal, das wird auch relativ schnell gehen. So, ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch Schluss, wenn mir nichts mehr einfällt. Nö, einfach nur betrachten und genießen das Ganze. Oh Mann, ich freue mich so auf die Peperomia variegata. Das neue Blatt kommt jetzt herausgewachsen. Ah, das ist so aufregend. Ich sag's dir, wenn du was ganz Besonderes hast, auch eigenständig in dem Sinne dann herangezogen, das macht schon enorm viel Spaß. Hier macht sowieso Spaß hier im Raum. Wenn ich jetzt hier unten sitze, ich kann überall betrachten, überall. Es ist einfach nur fantastisch. Du sitzt im Mittelpunkt des ganzen Geschehens. Okay, ist wieder soweit. Akkus gleich alle. Passt ja, wunderbar, ne? Weißt Bescheid? Ah, ich sag's dir, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, so, komm, auch mal, ich licht schon mal aus hier. Aber durchatmen und einfach nur sitzen und genießen. Licht ist noch ausreichend gegeben zum Gucken, weil wir haben ja die eine Birne hier oben noch, die 6500K. Jetzt ist es so wie so eine Abenddämmerung, ne? Als wenn es jetzt plötzlich ja, Abend wird. Weißt du Bescheid? Das ist schon schön anzusehen. Das macht so viel Freude. Ich muss einiges mal wieder umstellen hier, weil wie ihr auch seht, ich stelle hier im Raum immer was um zum Filmen auch, damit das optisch einfach mal ein bisschen schicker ist in dem Sinne. Ne? So, okay, also, weiß Bescheid, Licht wieder an. Und dann können die Pflanzen weiter wachsen. Ach, das ist so, ach das, nein, ich kann mich ja nicht ständig wiederholen, aber was soll ich sagen, es ist doch einfach so. Es ist einfach, oh, 2 Minuten haben wir noch, lol, war letztes Mal genauso. Es ist einfach nur wunderschön, das Ganze halt begleitend zu sehen, zu beobachten, zu betrachten. So, siehst du, dann kann ich die eine auch gleich wieder hinhängen. Und dann würde ich sagen, lassen wir das Bild jetzt einfach mal so stehen zur Erinnerung, was alles so möglich ist im Pflanzenreich. Ne? Ja, das ist echt, das ist so genial. So, dann kann ich hier auch wieder ein bisschen umstellen, dann ist gleich Ende hier, weiß gescheit. So, du kommst hier wieder hin, damit du ein bisschen mehr Platz hast. So, siehst du wohl, hier werde ich auch mal das eine oder andere Blatt, habe ich ja schon gesagt, abnehmen demnächst, damit die nicht zu heftig wächst hier, weil das ist also echt enorm. Es ist so, wie es ist, ne? Weißt Bescheid? Okay, yippie, yippie.